Lieben, ich nehme euch jetzt mit. Ich nehme euch jetzt mit auf einen neuen Weg. Einen Weg, den auch ich nicht kenne. Doch vertrauensvoll gehe ich in. Denn ich spüre, dass etwas ganz Großes von meinem Herzen entsprungenen auf mich wartet, auf mich zukommt. Und alles, was es jetzt verlangt, ist es, den Mut aufzubringen, um zu gehen. Einfach Schritt für Schritt. Und bei jedem Schritt die Verankerung zu spüren. Bei jedem Schritt sich selbst wahrzunehmen und dass ich mich bewusst für meinen Herzensweg, für meinen Weg der Magie entscheide es, Lanaris Sanate, Alanatis Sanama, Ech Anaris Anate, Elana. Mayuchanara Aranata Achanata Aloranata Maite Elana Es Anamate Es Anama Ana Ana Mayonata Echionaris Anata Echionaris Anate Elanaris, Anna, Mayana, oh Nata, denn du gehst diesen Weg nicht alleine. Spüre die Magie der Allmacht, spüre und sehe dein Licht, welches dich umgibt, dich führt. Spüre deinen Drachen an deiner Seite, der dich schützt, der dich begleitet mit all seiner Liebe. Esonata mai Elana, ich lade dich ein, mein Drache, Begleiter zu sein auf all meinen Wegen. So folge ich treu meinen Herzensweg mit dem tiefen Vertrauen und dem angebunden Sein an meine innere Macht. Achana, Eyanata. Und du spürst, wie dich etwas vorantreibt. Du spürst, wie dich etwas zieht, dorthin zieht, und bis du es auch in deiner Realität wahrnehmen und fühlen kannst, erlebe, erlebe dein Sein. Esanate, Esanate. Angekommen im ewigen Sein. Meine Lieben, da bin ich und ich spreche zu euch. Es regnet gerade und ich fühle mein energetisches Zuhause. Ich habe schon gepostet, wir erleben Energien, kosmische Einströmungen seit dem Wochenende. Und diese sind sehr kraftvoll. Und ich bekam die Botschaft, dass wir unser energetisches Zuhause finden, dass wir dorthin gebracht werden. Und was ist das energetische Zuhause? Ich gehe jetzt übrigens im Reden und es ist so wunderschön hier im Wald.
Es ist wie eine Reinwaschung, eine Reinigung, eine Klärung. Ich darf in voller Klarheit diesen neuen Weg gehen und mein energetisches Zuhause erkennen. Es ist die Zeit, wo wir uns in einer karmischen Ablösung befinden und wo die Seele in allen Dimensionen sich so weiten möchte. Also ich sehe richtig, wie die Weite der Seele sich über so viele Räume und Zeiten hindurchzieht und wie wir in eine so hohe Schwingung gehen. Und du erlebst es vielleicht, ich erlebe es. Die letzten Tage, Nächte, wir bekommen so viele Downloads, kosmische Lichtströmungen gehen durch unseren Körper, über unsere Chakren. Es findet eine Umprogrammierung statt. Wir bekommen altes Wissen zurück. Das Wissen von Avalon. Unsere Heilenergie kommt zurück, kommt wieder ins Bewusstsein. Es wird wieder zugänglich für uns. Und so auch dein energetisches Zuhause. Esanatas, Anamare, Ealunatama, Ta'ae, Esanateyanata, Anatamaite. Dein energetisches Zuhause ist ein Gefühlszustand in dir, aber auch in deiner Realität. Es wird sichtbar. Du findest einen Ort, einen Platz, der deiner wahrhaftigen Seele entspricht. Es muss nicht unbedingt dein Geburtsort sein. Es muss nicht unbedingt dein Geburtshaus, Wohnort sein, sondern es kann ein Ort sein, die deine Seele gewählt hat, die deine Seele gerufen hat, die mit deiner Energiefrequenz übereinstimmt. Da, wo die Seele erfahren darf, lernen darf, erfahren darf, sich ausdrücken kann. Und so kann es sein, dass dieses energetische Zuhause natürlich von deiner Seele geführt ist. Und dieses Zuhause ist mit deinem Herzschlag in Verbindung, mit deinem ureigenen Rhythmus. Und da gibt es diese Sternensaat und die ist gekommen mit dieser kosmischen Schwingungsveränderung. Und ich habe diese gesehen und diese Sternensaat, ich würde mal sagen, es schaut aus wie so Bienen. Es ist der Sonne entsprungen. Es sind Lichtpunkte. Auch bei meinem Jahreschanneling, da habe ich auch, dieses findest du auch in meinem Shop, da habe ich schon gesprochen, wir bekommen wie ein Glühwürmchen als Schutzgeist. Aber auf das gehe ich jetzt nicht ein. Ich möchte dir sagen, da passiert ganz viel. Solare Wesen kommen auf diese Erde, auf so als großes Kollektives, als Vielzahl kommen sie, um unser Sein zu durchlichten. Und diese Wesenheiten durfte ich erkennen und sie hat zu mir gesagt, oder sie haben mir fühlen lassen, mich spüren lassen, dein energetisches Zuhause. Du kommst in deiner Seele an, in deinem in dir liegenden Universum. Und das zeigt sich auch in deiner Wirklichkeit. Du findest deinen Platz, deinen Seelenplatz. Dieser findet auch dich. Ihr findet euch gegenseitig. Und dieser Platz erhöht deine Schwingung. Es lässt all die Bodenschätze, die in dir liegen, all das, was in dir ist, an die Oberfläche kehren. Es lässt dich weit werden, Erfüllung erfahren, tiefe Transformation. Asanatema, elanate, echanaris anate. Und du darfst dich mit dieser lichtvollen Wesenheit, ich kann den Namen nicht ganz hören, Sephilion, Sephiras, ich kann den Namen nicht so ganz erfassen. Aber vielleicht geht es auch nicht darum, sich auf einen Namen zu konzentrieren, sondern verbinde dich jetzt einfach energetisch mit dieser solaren Wesenheit, in dieses Licht,
diese Lichtintelligenz, diese hohe Schwingung und bitte, dass sie dich auf deinem Weg begleitet. Das kann eine Vielzahl sein, das kann eine ganze Gruppe sein, so wie ein Bienenschwarm. Oder es können aber auch nur zwei, drei sein oder auch nur eins. Frage, spüre, wie viele es sind und lass dich von ihnen deine Schwingung erhöhen und lass dich führen. Lass dich führen im tiefsten Vertrauen. Und dann können wahre Wunder entstehen, meine Lieben. Fühlt in euch diese energetischen Wesenheiten. Ich habe es auch aufgezeichnet, so wie sie sich mir zeigen, ganz ätherisch, ganz fein. Und doch habe ich so Nuancen gesehen, wie sie schwingen. Und dieses Bild werde ich noch anhängen. Und du darfst dich mit ihnen verbinden und dein energetisches Zuhause zeigen lassen. Vielleicht möchtest du es jetzt in deiner Vision erkennen, spüren, in dir erblühen lassen. Dieses Zuhause darf nun in dir erblühen. Es darf entstehen. Deine kühnsten Träume dürfen entstehen. Und vergiss bitte nicht, du hast das Beste verdient. Mit all meiner Liebe wünsche ich dir, dein energetisches Zuhause zu fühlen. Ich danke dir fürs Zusehen. Und wenn du beim Merlin-Abend dabei sein möchtest, dieser findet am 29.01. statt, diesen Sonntag um 19 Uhr. Dann findest du mehr Informationen in der Infobox unten drunter. Und dann kommst du direkt zu meiner Homepage und kannst dich anmelden. Auch wenn du Lust hast, bei dem Irland-Retreat zu mir zu kommen, nach Irland, auch da bist du herzlich eingeladen. Dieses veranstalte ich mit meiner lieben Freundin und Kollegin Anita Nair Auer. Da gehen wir in die Göttinnenfrequenz hinein und dürfen auch so manches Wundervolle manifestieren. Auch da findest du weiteres in der Infobox. Gut, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Ganz viel Liebe. Nicoline Maier.